eines schönen Nachmittags, die Sonne schien und die Vögel sangen, beschlossen Herr und Frau Schäfer, einen Spaziergang zu machen. Frau Schäfer erfreute sich so an den sprießenden Blumen und an dem Duft des Sommers, dass sie den Drang zu tanzen einfach nicht stoppen konnte. Sie bat ihren Mann um ein kleines Tänzchen auf der Blumenwiese. Man konnte gar nicht schnell genug sehen, schon stand Frau Spitze zur Stelle. Wir singen! Eins, zwei, drei! Schwebte das Tanzpaar geradezu dahin. Als sie den Tanz in einer zugegeben sehr eleganten Schlusspose beendeten, bedankte sich Herr Schäfer bei seiner Gemahlin. Und so setzten sie ihren Spaziergang fort. Plötzlich ertönte ein klagevoller Schrei und ein aufgebrachter Mann lief ihnen über den Weg. Es war Herr Emrich. Während er noch länger von seinem heißgeliebten Schweinsbraten schwärmte, machte sich Herr Schäfer daran, Herrn Schirmer anzurufen. Nur einen Bruchteil nach dem telefonisch getätigten Gespräch ertönte der Laut des Jagdhorns und Herr Schirmer ritt erhobenen Hauptes auf seine Münsterländer vor, dessen legendäre Geschichten er schon im ganzen Land verbreitet hatte. Nach einigen aussagenden Blickwechseln zwischen den beiden, zwischendurch eingebrachten Gesten zum Schwein, das sich etwas weiter entfernt auf der Wiese aufhielt, war klar, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Nachdem das Schwein mit Leichtigkeit von Herrn Schirmer überwältigt wurde, warteten alle gespannt auf die Köpfchen, die einzig und allein imstande war, den Schweinsbraten so zuzubereiten, dass jeder Gaumen sich daran erfreuen konnte. Und hier kam sie schon angefahren, mit ihrem Trolley, ihrem stets treuen Begleiter, die einzig wahre, zauberhafte, spektakuläre Frau Jani. Sie lässt keine Zeit verloren gehen und so zündete sie das Feuer an, packte ihre Utensilien aus und bereitete sich darauf vor, den Braten mit Gewürze schmackhaft zu machen, natürlich nicht, ohne sich vorher die Hände zu waschen. Der Rauch des Feuers stieg empor und der Duft des Bratens lockte nicht nur Herrn Emrich näher an die Feuerstelle. Hilfe braucht, dem Hilfe gewährt. Schon ergoss sich maßloses Löschwasser schaumgemisch aus dem Schlauch, der sich fest im Griff von Herrn Königsschnapp befand. Entsetzt richteten alle die Blicke auf den Braten, der nun ungenießbar zu sein schien, außer Herrn Emrich. In seinen Augen, die an den Königsschnabel geheftet waren, brannte lodernde Wut. Herr Königsschnabel empfand dies als Herausforderung und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Dann bahnte sich ein Fremder einen Weg durch den Wald. Ein Blick genügte und jeder Anwesende schloss ihn aus einem unerklärlichen Grund sofort ins Herz. Mit einem so lässigen Gang, dass die Frauen nur so dahin schmolzen, drängte er sich zwischen die zwei Rauchwolle. Mein Name ist Jani. Wurstsemmelbröselwärter fanden sich kurze Zeit später im dunklen, tiefen Wald wieder.
Zwischen undurchdringlich scheinenden Nebelschwaden wurde nach einiger Zeit ein kleines Häuschen sichtbar. Doch es war kein gewöhnliches Häuschen, wie man es sich vielleicht vorstellen mag. Es wäre doch schon etwas zu klischeehaft, wenn es ein Knusperhäuschen wäre, in dem eine alte, buckelige Hexe wohnt, die unbedingt ein Kind verspeisen will und auf ihren besten Freund den Wolf wartet, der von den 7 Geißlein kosten möchte. Dann aber ein Jäger kommt und ihn erschießt und alle auf den edlen Prinzen warten, der den Frosch aus dem Turm rettet, der sich an einer Spindel gestochen hat und dessen Lieblingsspeise vergiftete Äpfel sind, denn zwischen Rosen und singenden Tieren schläft sich's doch am besten. Dann war da noch etwas mit langen blonden Haaren und einem Brunnen, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, dieses Häuschen war aus Wurstsemmeln. Es wohnte keine alte Hexe darin, sondern der allseits bekannte Herr Spitzer. Es war ihnen doch ein bisschen zu kitschig. Da dem Ehepaar schon seit längerem der Magen knurrte, überstimmte der Hunger ihr gutes Gewissen und so versuchten sie, eine besonders lecker aussehende Wurstsemmel zu stehlen. Sie hatten die Wurstsemmel noch nicht einmal richtig berührt, schon fuhr ein Wagen vor und eine ernst ersehnte Polizistin stieg daraus aus. Ich bin die Frau Herrn und das wissen wir jetzt auch. Sie erzählte von einem sogenannten Wurstsemmel-Urheberrecht und die Folgen, die der Bruch dieses Gesetzes mit sich brachte. Doch weil sie so in ihren Paragraph 7 Absatz 3 vertieft war, der besagt, dass Wurstsemmeln, die einen größeren Durchmesser als 12 cm haben, illegal sind, bemerkte sie gar nicht, wie sich die beiden Gesetzesbrecher heimlich davonschlichen. Das Letzte, was sie hörten, war, wie sich das Fenster des Häuschens öffnete und Herr Strobel genervt: Ihr bringt die Seite still, hä? Thank you.
Laufer. Wie sind Sie gesagt, dafür sieht es ein bisschen verrückbar aus. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.